China-Aktien. China-Aktien sind billig, ich sag's immer wieder. Und heute gehen wir auch wieder mal ein bisschen ins Detail und ich stelle Einzelaktien aus China vor, wo ich sagen würde, das sind noch Schnäppchen. Und zwar Schnäppchen insbesondere mit Blick auf die Dividendenrendite. Das ist unser Thema heute. Was gibt's da noch zu holen für Dividendenjäger in China? Was ist da noch da? Dementsprechend Einzelaktien mit besonders hoher Dividendenrendite. Viel Spaß! Willkommen bei Zukunftsmärkte. Wir machen heute chinesische Aktien mit hohen Dividendenrenditen. Wie gesagt, der chinesische Markt hat stark korrigiert letztes Jahr. Jetzt erholt er sich wieder seit Januar, aber die Bewertungen, die sind jetzt noch nicht so besonders hoch. Und wir sprechen immerhin von einem Land, zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, die natürlich ihre Probleme auch hat, aber die in vielen Bereichen noch stark wächst. Und das ist grundsätzlich natürlich für Anleger eine ganz interessante Situation und es ist besonders interessant für Leute, die nach Dividendentiteln, nach Aktien mit hohen Dividendenrenditen Ausschau halten. Da gibt es jetzt einiges und da bringe ich ein paar Beispiele jetzt. Vorbereitet habe ich 6 Aktien. Ich würde aber natürlich gern zu jeder schon ein bisschen was sagen und die Veranstaltung soll jetzt auch nicht unendlich lang gehen, deswegen machen wir es so. Ich behandle hier jetzt 3 Aktien und die anderen 3 Aktien, die stelle ich vor im Report. Der Zukunftsmärkte-Report, der geht ja auch regelmäßig raus, der wird verschickt, der ist auch umsonst. Da müssen Sie sich eigentlich nur anmelden und dann lesen Sie die Empfehlungen eben, anstatt dass Sie sie ansehen. Kostet Sie auch nichts, also einfach anmelden. www.zukunfts-märkte.de, am besten möglichst bald, weil diese Woche gehen die Empfehlungen da auch noch raus. Die Tipps, die wir jetzt im Video nicht schaffen, auf Anhieb. Aber fangen wir mal an. Dividenden, starke Aktien aus China. Es gibt da einen Klassiker, einen Blue Chip an der Börse Hongkong. Es gibt natürlich auch noch die chinesischen Banken, davon abgesehen, die haben auch hohe Dividendenrenditen. Aber das ist ein ganz eigenes Thema mit dem Bankensektor. Lassen wir heute außen vor. Es gibt noch einen anderen Blue Chip und das ist China Petroleum and Chemical, der Dividendenklassiker. Ist ein Ölkonzern, wird auch Sinopec immer wieder genannt. Ist vielleicht nicht so bekannt wie PetroChina, aber ist durchaus auch ganz bekannt. Sinopec ist ein integrierter Ölkonzern, macht also alles, Ölförderung, Gasförderung, Raffinerien, ist ein sehr wichtiger Bereich, Pipelines, Tankstellen, Vertriebsnetz und so weiter. Börsenwert 90 Milliarden Euro, das KGV ist ungefähr bei 10 und wir haben eine Dividendenrendite momentan von 7,9%. Und das ist auch für eine Ölaktie, würde ich sagen, sehr, sehr gut. Hier ist der Chart, 5 Jahre in Hongkong-Dollar. 2016, 2017 ist die Aktie gestiegen, dann drittes, viertes Quartal 2018, da war der Rückgang, da war auch die Marktkorrektur in China und dann seit Anfang dieses Jahr leichte Erholung, wobei wir die letzten Wochen wieder ein bisschen schwächer waren. Woher kommt die Schwäche die letzten Wochen? Sinopec hat Zahlen veröffentlicht, der Gewinn ist gestiegen 2018 um 20%, das ist nicht schlecht, hat aber die Erwartungen leicht enttäuscht. Dafür haben wir jetzt ja auch wieder ein bisschen eine höhere Dividendenrendite. Man muss sich auch vor Augen halten, der Ölpreis ist momentan auch relativ hoch wieder und meiner Meinung nach, wenn man die Aktie sieht, in Relation zum Ölpreis, den wir gerade haben, ist die Aktie eigentlich sehr günstig. Warum ist sie so günstig? Also man weiß natürlich am Markt 1, man weiß, dass man da wahrscheinlich nicht die Riesenkursfantasie hat. Also man hat eine Stetigkeit, man hat sehr hohe
Cashflows, aber man weiß jetzt auch, der Gewinn wird wahrscheinlich nicht explodieren die nächsten Jahre. Und es wird ja auch viel vom laufenden Gewinn immer ausgeschüttet. Die Ausschüttungsquote war bei 82% für letztes Jahr. Das heißt also auch, viele Profis in Hongkong, die die Aktie haben, die haben die Aktie eben wegen der Ausschüttung, wegen der Dividende nicht unbedingt, weil sie jetzt mit Riesenkursgewinnen rechnen. Was wären die Risiken? Also Sinopec ist ein Marktschwergewicht, das ist das eine. Wenn wir eine starke Marktkorrektur hätten, wie 2018 ja auch, dann geht die Aktie sicherlich auch runter. Ölpreis ist ein Risiko, Ölpreis kann auch mal fallen. Es ist bei integrierten großen Ölkonzernen so, das dämpft sich alles ein bisschen ab durchs Raffineriegeschäft und Tankstellen und so weiter. Umgekehrt profitiert man dann nicht so sehr stark davon, wenn der Ölpreis mal stark steigt. Also es ist ein bisschen anders als bei reinen Ölproduzenten, aber Ölpreis ist natürlich ein Thema. Und was auch noch ein bisschen im Raum steht, also manche Marktteilnehmer befürchten, die Dividende könnte moderat zurückgehen die nächsten Jahre. Sinopec investiert viel in die Erschließung von neuen Ölquellen, neuen Gasquellen, das muss man ja auch. Und es kann sein, dass deswegen in den nächsten Jahren etwas weniger ausgeschüttet wird. Was man da aber auch sagen muss, 2018, da sind die Investitionen in Exploration auch schon gestiegen um 41% und trotzdem war die Ausschüttung sehr hoch. Deswegen gehe ich mal davon aus, es wird nicht dramatisch werden. Es wird eine Aktie mit hoher Dividendenrendite bleiben, wenn man auf dem aktuellen Niveau kauft. So, 7,9%, das ist schon sehr hoch, aber können wir noch toppen und zwar mit dieser Aktie. Giordano International ist eine Modekette in China, eigene Labels und da sind wir bei einer Dividendenrendite von 8,6% im Moment. Der Kursverlauf, der ist typisch für eine chinesische Aktie, also auch diese Erholung 2016, 2017, Einbruch 2018, die hat sich also marktkonform entwickelt. Es gibt Modeaktien, die deutlich stärker gefallen sind letztes Jahr, also man merkt schon, dass die Dividendenrendite in gewisser Weise stabilisiert hat, ein bisschen zumindest, auch wenn es immer noch Schwankungen gibt und mittelfristig würde ich sagen, die Aktie läuft seitwärts im Großen und Ganzen unter Schwankungen. Giordano hat 2400 Läden ungefähr, dann Großhandel, Internethandel natürlich, ist aktiv in China, Taiwan, Hongkong, dann Südostasien viel, auch Vietnam mittlerweile. In Südostasien, da wächst das Geschäft noch, China war schon schwierig letztes Jahr. Es ist nicht so, dass in China es gar kein Wachstum mehr gäbe im Einzelhandel, aber die Konkurrenz ist eben hart, gerade im Modesektor, das ist ja auf der ganzen Welt. Eigentlich so. Also der Branche geht es nicht besonders gut. Aber man sieht daran, hohe Dividendenrenditen bekommt man auch in China nicht geschenkt. Das Branchenumfeld ist schwierig. Giordano hat sich da aber auf der anderen Seite in diesem Umfeld nicht so schlecht geschlagen. Umsatz ist noch um 2% gestiegen, immerhin. Gewinn leicht rückläufig um 4%, das geht also schon alles noch. Giordano ist außerdem ein Unternehmen, das auch sich zu einer hohen Dividende bekennt, hat allerdings die Folge, die Ausschüttungsquote war schon bei 110% für letztes Jahr. Also 10% mehr Dividende, als man eigentlich eingenommen hat. Das geht auf Dauer nicht. Das geht nur dann gut, wenn der Gewinn wieder steigt. Und deswegen würde ich sagen, klar, die Dividendenrendite bei Giordano, die ist schon sehr attraktiv, hat man bei Modeaktien so fast nie. Giordano steht im Vergleich auch ganz gut da. Giordano hat auch keine Schulden. Giordano hat 1 Milliarde Hongkong-Dollar Netto-Cash in der Bilanz. Aber wenn man die Aktie kauft, es ist vor allem eine Wette darauf, dass sich der Einzelhandelsumsatz in China wieder deutlich erholt. Was durchaus kommen kann, auch kurzfristig, wenn sich der Handelskonflikt beruhigt zum Beispiel oder wenn das Wachstum allgemein wieder anzieht, ist beides möglich. Dann hat man eine Aktie mit Giordano, die nicht teuer ist, die eine hohe Dividendenrendite hat. Aber das Umfeld ist nicht einfach, das muss man schon berücksichtigen, wenn man da kaufen will. Gut, und dann die
Dritte Aktie heute, das ist eigentlich meine Lieblingsaktie, Shenzhen Expressway. Und wenn Sie das hier sehen, wissen Sie auch gleich warum. Das ist der 5-Jahres-Chart. Da geht es aufwärts stetig. Das läuft wie am Schnürchen. Und vor allem 2018 in der Marktkorrektur, da ist der Aktie auch nicht viel zugestoßen. Die hat das sehr gut bewältigt und wir sind jetzt schon wieder eigentlich auf einem neuen Allzeithoch. Das liegt vor allem auch am Geschäftsmodell, das ist eben auch sehr stetig. Shenzhen Expressway ist ein Autobahnbetreiber, ein Mautstraßenbetreiber. Und da hat man am Anfang schon hohe Investitionen, aber über die Jahre hinweg, wenn man es richtig macht, macht sich das wieder bezahlt. Und es gibt da auch noch ein bisschen Immobiliengeschäft, das noch dabei ist, ein bisschen Windenergie. Aber entscheidend sind bei Shenzhen Expressway die Autobahnen. Dividendenrendite ist jetzt bei 8,6%, obwohl wir auf einem Allzeithoch sind fast. Und für 2018 gab es außerdem noch eine Sonderdividende. Wenn man die noch dazu zählen würde, wären wir bei 13% gewesen, aber regulär sind wir in etwa bei 8,6%. Gewinn ist letztes Jahr um 149% gestiegen, aber vor allem wegen einem Sondereffekt. Deswegen auch die Sonderdividende. Regulär wäre der Gewinn gestiegen um 4% und der Umsatz um 12%. Das ist nichts Weltbewegendes, aber es ist eben stetig und gut planbar. KGV ungefähr bei 11, Kurs-Buchwert-Verhältnis 1,2, was auch nicht besonders viel ist. Was sind die Risiken? Risiken ist ein Zinsniveau. Steigende Zinsen wären schwierig. Für gute Unternehmen in China sehe ich das Problem momentan nicht so. Hochverschuldete Unternehmen kriegen da durchaus Probleme, aber nicht solide Unternehmen. Motorisierung dann natürlich, fahren die Chinesen weiter Auto? Das glaube ich eigentlich schon mittelfristig. Momentan schwächelt der Markt, aber der Neuwagenmarkt, aber es haben noch nicht so viele Chinesen Autos und das muss man auch berücksichtigen. Also ich denke, dass das auf Dauer nicht rückläufig sein wird. Ich finde die Aktie unterm Strich schon seit Jahren gut. Jetzt ist sie natürlich deutlich gestiegen in letzter Zeit, aber wie gesagt, Dividende immer noch deutlich über 8% und ich glaube schon, wenn es da mal einen Rücksetzer gibt bei Shenzhen Expressway, man kann da sich schon immer wieder mal ein paar Stücke zulegen. Es ist eine konservative Aktie, zum großen Teil konjunkturunabhängig und dividendenstark. Alles, was ich hier sage, natürlich ohne Gewähr, wie immer. Das ist hier keine Anlageberatung. Wir sind auf YouTube und abgesehen davon, ich bin ja jetzt auch nicht der Typ, der hier immer ankommen will und Ihnen Aktien verkaufen und sagt 200% unbedingt rein. Das habe ich auch schon gesagt, aber das sind dann wirklich Ausnahmefälle. Darum geht es nicht. Mir geht es um Folgendes. Es gibt natürlich China-Aktien, die fast jeder kennt, so Alibaba, JD.com, Baidu, diese ganz hippen Aktien, die in New York gelistet sind und die sind ja auch interessant. Aber es gibt natürlich in China viele, viele andere Aktien, die kennt man nicht so und die können aber auch interessant sein, gerade Aktien aus der zweiten Reihe. Wie gesagt, China ist eine riesige Wirtschaftsnation, der Markt ist nicht teuer. Von daher kann sich's immer nur lohnen, wenn man mehr chinesische Aktien kennenlernt und sich damit beschäftigt. Und das können Sie diese Woche ja auch gleich fortsetzen mit unserem Report, wo die nächsten drei dividendenstarken China-Aktien kommen. Also nicht vergessen, anmelden. Link ist hier nochmal unter dem Beitrag. Und auf YouTube im nächsten Video von uns, da geht es dann um BYD, der Elektroautobauer aus China und einer der größten Batterienhersteller weltweit. Warren Buffett ist da ja auch eingestiegen vor vielen, vielen Jahren schon. Und wir fragen uns, wie geht es weiter bei BYD, weil mit der Aktie, weil der Elektroautosektor an sich in China, der boomt ja. Wenn Sie BYD den Beitrag auch sehen wollen, am besten Kanal abonnieren, anmelden, die Glocke drücken, dann sehen Sie sofort, kriegen Sie sofort gemeldet, wenn das nächste Video zu BYD dann eben auch online ist.
Bis dahin wünsche ich Ihnen was. Frohe Ostern erstmal. Sie werden an Ostern wahrscheinlich auch was anderes tun, als sich jetzt den Kopf zerbrechen über die Märkte. Aber irgendwann haben Sie dann vielleicht genug gefeiert und irgendwann sind die Gäste dann mal weg. Dann können Sie ja auch wieder ein bisschen Zukunftsmärkte gucken. Also auf jeden Fall schöne Feiertage. Bis nächste Woche, wenn Sie wollen. Und danke natürlich wie immer fürs Zuschauen.